gab vor einiger Zeit so ein bisschen dann Aufruhr, als das World Economic Forum, also die Interessensvertretung der reichsten Menschen und Konzerne, eine Werbekampagne gemacht hat mit dem Motto, dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Das ist eigentlich ein sehr prägnanter Spruch, deshalb auch für Reklame eigentlich sehr gut geeignet. Zumal man damit auch eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legen kann, weil es stimmt natürlich nicht ganz. Gemeint sind ja nur 99,9% der Bevölkerung der westlichen Welt, für die das World Economic Forum zuständig ist. Während je nachdem das eine verbleibende oder 0,1 verbleibenden Prozent dann alles gehört. Und die praktisch so den Rest der von ihnen beherrschten Menschheit ist ja nur der Westen, also nur noch ein kleiner Teil, Zehntel oder was, der Weltbevölkerung. Die werden praktisch umgewandelt in so eine Art Vieh, das man halt gut versorgt, auf die Weide bringt, ihm was zu essen gibt und Spielzeug und so, damit es sich amüsiert. Aber die Verfügungsgewalt und das Eigentum an allen Dingen bleibt bei den ganz wenigen, die halt einfach alles dann haben. Nicht im Sinne von haben, sondern es gehört ihnen. Sie können bestimmen, was damit passiert und sie können das notfalls auch an jemand anders von denen verkaufen und dann mit sich mit dem Geld noch mehr Autos, Schlösser, was auch immer kaufen. Das war so das Konzept, das gilt auch immer noch. Aber jetzt hat man gemerkt, dass dieser Spruch vielleicht ein bisschen zu frech war. Deswegen hat man den wieder weggenommen. Weil man rechnet bei Reklame ja immer eigentlich damit, dass die Menschen, auf die sie sich richtet, nicht verstört, sondern eher aufgeschlossen macht für das Produkt oder die Strategie, die da gefahren wird. Dass die dann damit einverstanden sind, beziehungsweise sich darauf freuen und das haben wollen. Wenn es jetzt Kaugummi oder Zahnpasta ist, müssen sie es kaufen. Und wenn es so eine Weltgestaltungsstrategie ist, dann sollten sie sich darüber freuen und das super finden. Da sind dann manche Kritiker hergegangen und haben gesagt, ja, das ist die weltweite Einführung des Sozialismus. Das ist natürlich Quatsch, weil im Sozialismus, wenn man ihn streng auslegt, tatsächlich nichts jemandem gehört, sondern es gehört allen gemeinsam. Hier ist das genaue Gegenteil gemeint. Es gehört einem winzigen Teil einer winzigen Clique und die bestimmen, was passiert. Und zwar auch nicht in Vertretung der Gesamtheit, also als Staat gewissermaßen, sondern einfach als Eigentümer. Also hat man dann gesagt, gut, lass mal den Werbespruch wieder weg, machen wir es aber trotzdem, halt nicht mit Reklame begleitet, sondern einfach so, durch die ganz normale Umverteilung von unten nach oben, die wir halt jetzt ein bisschen oder extrem beschleunigen einfach, dass wir das jetzt dann endlich mal hinter uns kriegen. Weil dann, wenn der Zustand erreicht ist, dann haben wir eine auf ewig funktionierende Welt, die via Maschine geht, die Superelite will was und macht es dann und die anderen, wie das Vieh halt nutzt, wie das halt so auf dem Bauernhof auch geht. Außer dass vielleicht jetzt, das mit dem Schlachten stellen wir mal noch hinten an. Wie das dann im Einzelnen funktioniert, das kann man vielleicht extrem vereinfacht so sagen. Man nimmt zunächst einmal den Einzelmenschen alles weg, was man ihnen nur wegnehmen kann, ohne dass sie halt gleich verhungern oder rebellieren. Und dann nimmt man noch dem Staat alles weg. Da muss man sich vielleicht mal wieder kurz vor Augen führen, was eigentlich der Staat ist, jetzt auf dem Gebiet. Wie gesagt, extrem vereinfacht. Es gibt bestimmte Dinge, für die ein einzelner Mensch nicht aufkommen kann. Zumal, wenn er zu denen gehört, die nichts zu geben haben als ihre Arbeit und die also ihre Arbeit jemandem geben, der dann einen Teil von dem, was sie da erarbeiten, für sich behält. Und dann kommt eben noch der Staat und nimmt einen Teil davon weg und kümmert sich dafür um Aufgaben, die der Einzelne halt einfach nicht meistern kann allein. Kann man alle möglichen Beispiele anführen, zum Beispiel Medizin. Ein Einzelmensch, der mal krank wird, der kann in vielen Fällen dann diese Krankheit, er kann die Kosten dafür, für die Heilung oder für die Unterbringung, für die Pflege, kann er nicht selber bezahlen. Deswegen macht es der Staat, der nimmt dann von denen, die arbeiten, Geld halt als Steuern und finanziert damit Krankenhäuser und Ärzte und ein medizinisches System. Genauso ist es dann auch bei Bildung, Schulen, Universitäten. Dann kommt noch ein Kulturbereich dazu, der ein bisschen suspekt ist, weil da halt hauptsächlich Dinge gefördert werden, die wiederum nur den Eliten oder den Superreichen oder weniger Superreichen überhaupt was bringen, so wie staatliche Theater oder irgend sowas. Aber das interessiert mich jetzt heute mal eigentlich überhaupt nicht. Man könnte es zusammenfassen als Daseinsfürsorge. Da gehört natürlich dann auch dazu Strom, Gas, Heizung und solche Dinge. Das kann der Einzelne unter Umständen nicht allein
meistern und deswegen macht es der Staat. Jetzt kommen die Wirtschaftseliten, also die Konzerne und Superreichen, die im Prinzip dafür ihre Statthalter und ihre, wie soll man sagen, ja, früher wären es Beamte gewesen, Steuereintreiber oder sowas oder halt Verwalter, so Dinger wie BlackRock und so. Und die schauen jetzt, was kann man dem Staat wegnehmen und wo man es nicht wegnehmen kann, wie kann man davon am meisten profitieren. Also die verschaffen sich dann zum Beispiel das medizinische System, weil sie sagen, wenn der Staat das macht, dann macht es keinen Gewinn, sondern immer nur Verlust, was völliger Bullshit ist, weil das ja kein Verlust ist, sondern es sind Kosten. Also der Staat nimmt ja die Steuern von den Arbeitenden und deckt damit die Kosten für die Daseinsvorsorge. Da kann weder Gewinn noch Verlust entstehen, weil hier eine betriebswirtschaftliche Rechnung in diesem Sinn überhaupt nichts verloren hat. Es ist wie wenn ich zum Einkaufen gehe und sage, ich kaufe jetzt einen Pfund Tomaten und zahle dann dafür 2 oder 3 Euro. Und dann sage ich, oh Gott, die Tomaten bringen Verlust. Ich muss diese Tomaten jetzt BlackRock übereignen, damit die schauen, dass ich mit meinen Tomaten Gewinn mache. Das ist Unsinn, weil ich will die Tomaten ja verbrauchen. Aber die Verwalter der Superreichen und der Konzerne denken halt anders und rechnen auch anders. Und da gibt es dann 3 große Bereiche, auf denen die tätig werden, weil die am lukrativsten sind. Das ist einmal die Medizin und die Pharmazie, dann ist es die Energieversorgung und als drittes sind es Mittel und Geräte zur Tötung und Verletzung von Menschen und zur Zerstörung von Gebäuden, Landschaften, Atmosphäre und so weiter, also das Militär, die Waffenindustrie. Auf dem Gebiet der Medizin gibt es da die verschiedensten Methoden, wie man da große Profite rausholen kann. Da habe ich ja schon etliche Male davon erzählt. Ein wesentliches ist natürlich die Pharmazeutik, weil man damit Fantasieprofite im Prinzip einstreichen kann. Da stellt man zum Beispiel fest, es gibt bestimmte Krankheiten und für diese Krankheiten erfinden wir jetzt ein Medikament, das lassen wir patentieren, dann kostet es vielleicht in der Herstellung 10 Cent und wir verkaufen es für 1.000 Euro an den Staat. Der muss das dann zahlen. Allerdings natürlich eben nicht der Staat, sondern die Leute, die arbeiten und Steuern zahlen. Oder auch nicht arbeiten übrigens, weil Mehrwertsteuer ist ja ein sehr wesentliches Element dieser ganzen Besteuerung. Und die zahlen auch die, die arbeitslos sind oder als Sklaven arbeiten oder halt als Tagelöhner irgendwie. Und wenn jetzt die verfügbare Palette von Krankheiten, die man so behandeln kann und damit Profit machen, wenn die ihr Ende erreicht, die Gewinne aber weiter steigen sollen, also im Sinne vom Wachstum, das ja alles bestimmt und das Grundprinzip unserer heutigen Gesellschaft ist, da muss man eben Krankheiten erfinden oder aufbauschen oder umdefinieren. Dann kann man zum Beispiel sagen, bestimmte Werte im Blut, die jetzt ganz normal sind, die definieren wir jetzt einmal ein bisschen um, da tun wir jetzt das um 10% absenken und schon sind alle krank und schon können wir ein neues Medikament da verkaufen. Man kann auch feststellen, in armen Ländern, zum Beispiel in Afrika, da erkranken Leute immer noch an Krankheiten, die bei uns längst ausgestorben sind. Da gibt es natürlich Lösungen dafür. Man könnte dafür einigermaßen funktionierende Wasserversorgung was tun. Man könnte günstige und bewährte Heilmittel zur Verfügung stellen. Dann wird man diese Krankheiten zumindest eingrenzen können. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Profite. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, okay, hier haben wir jetzt eine Krankheit, was auch immer, sagen wir mal einen Schnupfen, der jedes Jahr kommt und gegen den es im Prinzip kein Mittel gibt. Hat ja schon Karl Valentin irgendwie gesagt, weiß nicht mehr genau, so jetzt paraphrasiert, auf dem Mond fliegen können sie, aber Mittel gegen Schnupfen finden sie nicht. Und da kann man jetzt sagen, okay, der Schnupfen jetzt, das ist aber was anderes. Das ist eine ganz eigene Krankheit und für die haben wir jetzt schon ein Medikament. Wenn man das nimmt, dann kriegt man weniger schlimmen Schnupfen. Es ist recht teuer, aber wir haben ja einen Staat. Wir brauchen dafür keinen, nicht selber Reklame machen, sondern das übernimmt der Staat. Der Staat macht dann eine ungeheure Propaganda für dieses Medikament und kauft es mit dem Geld der Leute, die arbeiten. Und wenn das sich dann doch nicht richtig durchsetzt, trotz der ganzen Propaganda, dann schmeißt man es halt wieder weg, weil bezahlt ist. Und das Geld ist dann praktisch von den Arbeitenden direkt zu den Unternehmen und dann letztlich zu BlackRock und den Superreichen gegangen. Da gibt es dann neben diesen neuen Krankheiten, die man neu definiert oder durch neue Einstellungen erfindet, kann man natürlich auch noch sagen, wir nehmen jetzt eine besonders schlaue Idee, eine Krankheit, die man gar nicht merkt, die man jetzt nur durch irgendwelche Tests oder irgend sowas überhaupt finden kann und die trotzdem total gefährlich ist. Also wie gesagt, gibt es viele Methoden und es sind auch lauter fiktive Beispiele. Ich spiele da jetzt auf gar nichts an, sondern das sind nur so einige Tricks, wie man da drankommen kann. Im medizinischen Sektor. Also Medikamente und Behandlungen, die eigentlich keiner braucht oder die völlig überteuert sind.
Und damit schiebt man das Geld von denen, die arbeiten und das damit eher arbeiten, zu denen, die schon Geld haben, die das alles sammeln. Und wenn man das immer weiter dynamisiert, dann ist es halt irgendwann so, dass wirklich alles weg ist und alles bei denen gelandet, bei denen es landen soll. Das war die Medizin, dann kommt die Energieversorgung, da ist es im Grunde ähnlich. Da schickt man in einer funktionierenden Gesellschaft den Staat hin und sagt, kümmere du dich mal um die Energieversorgung, schau, dass du zum Beispiel günstiges Gas kriegst und günstiges Öl und dass du genug Windräder baust, dass wir nicht so viel Gas und Öl verbrauchen müssen und solche Geschichten. Und jetzt kommen aber die Superreichen und ihre Verwalter und sagen, wie können wir damit Geld verdienen? Sie verschaffen sich dann erstmal durch Privatisierung halt diese staatlichen Unternehmen und Instanzen, wandeln die in Privatunternehmen um, die dann keine Kosten mehr verursachen dürfen, sondern Gewinn machen müssen, weil Kosten sind Verlust. Und es geht ja jetzt nicht mehr um die Allgemeinheit, sondern es geht jetzt darum, dass wenige Leute einen großen Gewinn machen. Dann kann man sagen, erst einmal, ja, diese Preise sind viel zu niedrig, tut's die mal erhöhen und es geht am besten, indem man da einen Markt freigibt irgendwie. Dann wird es halt ausgehandelt nach Angebot und Nachfrage, da kann man dann immer irgendwie rumschieben und da gibt es genug korrupte Instanzen, deren man sich da bedienen kann. Notfalls kann man dann auch sagen, hier, oh, da gibt es noch alte Verträge mit dem und dem Lieferanten. Wir wollen aber unbedingt das Zehnfache für diesen speziellen Stoff, sagen wir mal Gas, verlangen. Also müssen wir erstmal diesen Lieferanten ausschalten. Das ist eigentlich in jedem Markt so. Das läuft genauso gut auf dem Markt für Kartoffeln oder Milch. Der Große macht den Kleinen fertig und kann dann seine Preise durchsetzen. Oder genauso zum Beispiel bei Mietwohnungen und so. Also zwingt man den Staat in irgendeiner Weise dazu, dass er diese günstigen Verträge kündigt. Und wenn er das nicht einfach so gleich macht, freiwillig, dann kann man ja auch da irgendwie mit Sprengungen oder irgendwelche Sabotage kann man das ja einfach so als vollendete Tatsachen dann in die Welt bringen und dann muss halt mehr bezahlt werden. Da kommt dann natürlich raus, dass irgendwann die Leute, die heizen müssen, die ihren Strom brauchen, das absolut nicht mehr bezahlen können, diese Gewinne für die Supereliten. Und dann zuvor kann man vielleicht noch sagen, ja, schau, jetzt ist dieser Markt alles ein bisschen gemischt. Da haben wir jetzt bestimmte Konzerne, die haben jahrelang einen riesen Profit gemacht und jetzt machen die plötzlich nicht mehr so viel Profit. Dann kann ein vollkommen korrupter Staat hergehen und sagen, gut, dann müssen wir halt von den Leuten, die die Energie verbrauchen, die Strom und Gas brauchen, mehr Geld verlangen, so eine Art Umlage für den Gewinn dieser Unternehmen. Da habe ich ja auch schon mal was dazu gesagt, muss man jetzt nicht näher vertiefen. So dass praktisch in Situationen, wo der Konzern keinen Gewinn macht, da wird dann halt was draufgeschlagen für den Kunden, damit der Gewinn garantiert ist und dafür sorgt der Staat. Ist eine ziemlich perverse Umkehrung der vorher beschriebenen Rolle des Staates, aber so ist es halt nun mal. Kann allerdings passieren, dass man auch hier wieder bei der Kommunikation sehr ungeschickt und dumm vorgeht und die Leute das dann merken und irgendwie sagen, nee, also seid ihr verrückt geworden, ich zahle doch nicht 10% oder 1% mehr, damit es dann direkt zu diesen Konzernen gehen, die sollen gefälligst ein Jahr, wo es mal schlechter läuft, also ihren Rücklagen bezahlen oder halt ihre Aktionäre das zahlen lassen, was soll der Quatsch? Und sowieso können wir ja jetzt die Energie und den Strom und Gas schon kaum mehr bezahlen. Und mit dieser Umlage, Gewinnumlage, können wir es erst recht nicht mehr zahlen. Dann sagt der Staat diesmal ein bisschen geschickter, okay, dann machen wir es so. Die Unternehmen sollen die Preise selber so erhöhen, dass dieser Profit gesichert ist. Und wir begrenzen aber den Preis auf einem bestimmten Niveau. Dann legen wir sozusagen einen Deckel drauf. Höher darf der Preis dann für euch nicht sein und den Rest zahlen wir. Manchmal im ersten Moment ganz schlauer Trick, gell? Weil es passiert genau das Gleiche. Die Arbeitenden und die Nichtarbeitenden, die halt Steuern zahlen, die zahlen Steuern und aus diesen Steuern zahlt jetzt der Staat den Profit der Unternehmen. Also nicht mehr mit der Umlage, sondern halt jetzt einfach mit Steuern oder Schulden. Ist eigentlich egal, weil zurückzahlen und bezahlen müssen das auf jeden Fall wieder die, die angeblich jetzt erstmal weniger für ihr Strom- und Gasrechnung zahlen. Aber es fällt nicht so leicht auf. Es wird halt einfach so ein bisschen verschoben und eines Tages kommt dann die Abrechnung, dann werden halt die Steuern oder die Mehrwertsteuer wahrscheinlich und solche Dinge werden halt dann erhöht und dann kommt das Geld schon wieder rein mit der Zeit. Ansonsten bricht halt das gesamte Finanzsystem und die Währung zusammen und dann fängt alles wieder bei Null an, außer für die Superreichen, die halt dann Ländereien, Grundstücke, Häuser, Schlösser, Maschinen, denen halt alles gehört. Ja, also nachdem das jahrzehntelang so ging im Kapitalismus, dass man als Unternehmer immer schlau sein musste, dass man halt irgendwie einen Gewinn macht und nicht pleite geht,
Ist es jetzt so, dass der Staat, nachdem der im Eigentum dieser Eliten ist, hier das Instrument bildet, um die Leute, die ihn bezahlen, zu schröpfen? Das ist sehr unverschämt, aber auch sehr effektiv, weil damit halt diese Entwicklung, dass irgendwann alles wenigen gehört und die anderen nichts mehr haben und irgendwie glücklich sind wie die Kühe auf der Weide, die kann man so am besten vorantreiben. Bei den Tötungsgeräten ist es jetzt, ja, könnte man fast sagen, noch mal ein Stück unverschämter. Kann man ganz kurz umreißen. Also da sagt man, Waffen können wir im Grunde nur verkaufen, wenn es einen Krieg gibt oder wenn zumindest die Gefahr eines Krieges besteht. Also unternimmt man über längere Zeit alles Mögliche, um so Kriege halt herbeizuführen, zu provozieren und dann zu sagen, so, jetzt ist der Krieg da, jetzt müssen wir der einen Partei in diesem Krieg, müssen wir jetzt helfen, indem wir ihnen Waffen geben, damit dieser Krieg auch gescheit effektiv ist, damit viele Leute getötet werden. Das macht dann zum Beispiel die deutsche Bundesregierung, die schickt halt riesige Mengen Waffen da in ein Land, um einen Krieg so am Köcheln zu halten und möglichst viel Unheil anzurichten, auch viel zu zerstören, weil das muss ja hinterher wieder aufgebaut werden und damit macht man auch Profit. Und auf der anderen Seite die Herrschenden, also, oder neben muss man sagen, der Staat, der das Ganze beherrscht, also der Lehnsherr im übertragenen Sinn von Deutschland, dessen Vasall Deutschland ist, also die USA, die machen scheinbar das Gleiche. Die liefern da auch große Mengen Waffen hin. Die geben die aber dort nicht einfach so ab, sondern da gibt es schon seit vielen Jahrzehnten diese Land-Lease-Verträge. Das heißt, dieses Land, das die Waffen dann verschießt, das leiht die Waffen eigentlich nur und zahlt sie so im Laufe der Zeit ab oder gibt sie zurück gegen eine gewisse Benutzungsgebühr oder irgend sowas. Waffen kann man selten zurückgeben, also werden sie dann halt so im Laufe der Zeit abbezahlt. Dafür braucht das Land, das diese Waffen einsetzt, aber große Mengen Geld. Und deshalb gehen die USA jetzt zum Beispiel her im Ukraine-Krieg und fordern von Deutschland und der Europäischen Union, dass sie der Ukraine Geld geben. Sagt man eigentlich, ja, ist ja ganz normal, wenn ein Land gerade Schwierigkeiten hat, dann kann man ja darüber verhandeln, wir geben euch Geld, ihr zahlt es irgendwann zurück, mit oder ohne Zinsen, je nachdem, wie man das halt aushandelt. In diesem Fall ist es aber so, dass halt mit diesem Geld nur Waffen gekauft werden, ausschließlich Waffen, praktisch ausschließlich. Und zwar US-amerikanische Waffen, die dann über diese Land-Lease-Verträge dahin kommen, für die bezahlt werden muss. Und bezahlt wird es mit europäischem und deutschem Geld. Jetzt könnte die Sache kompliziert werden, weil jetzt wäre es praktisch so, dass die USA Waffen liefern, die Deutschen oder die Ukraine setzt die ein, die Deutschen geben ihr dafür Geld und die Ukraine muss dann dieses Geld wieder zurückzahlen und die Waffen bezahlen. So, das wäre so ein Dreieck oder Viereck, Fünfeck, weiß nicht genau, hin und her geschiebe. Und deswegen fordern die USA jetzt, diese Sache zu vereinfachen. Und zwar indem sie sagen, ja, Europa und Deutschland darf dieses Geld nicht als Darlehen hergeben, weil dann kriegen wir das vielleicht nie. Wenn die Ukraine ist längst pleite, ist ja auch der korrupteste Staat auf dem ganzen europäischen Kontinent. Da ist das ganze Geld jetzt schon bei irgendwelchen Konzernen oder Oligarchen und so gelandet. Die können das nicht zurückzahlen und dann bleiben die Amerikaner auf ihren Rechnungen sitzen. Und deshalb fordern sie jetzt von Europa und Deutschland, dieses Geld der Ukraine einfach zu schenken. Und zwar nicht nur einfach so das Geld, was jetzt da schon angelaufen ist, sondern regelmäßige Beträge. Das heißt, Deutschland, die EU, gibt der Ukraine jeden Monat so und so viel Geld, damit sie US-amerikanische Waffen kaufen kann. Es ist irgendwie, also es ist natürlich total wahnsinnig, wenn man sich das in der vernünftigen Welt vorstellt, weil selbst dann wäre unter Kriminellen noch die einfachere Lösung, dass die Deutschen sagen, hört's mal zu, Amerikaner, wir können hier viel Blut vergießen und Ärger und Schmerz und Leid vermeiden, indem ihr da keine Waffen hinliefert, sondern wir euch das Geld einfach so geben. Und zwar nicht erst über den Umweg in die Ukraine und die Waffenindustrie. Aber das wäre dann vielleicht ein Tick zu unverschämt, wenn wir der Waffenindustrie praktisch jeden Monat ein paar Milliarden aus deutschen Steuergeldern zur Verfügung stellen. Da würden möglicherweise die Leute sagen, das geht ja jetzt gar nicht. Warum finanzieren wir mit unserer Arbeit die US-amerikanische Waffenindustrie? Und so hat man halt einen Grund dafür, weil man sagt, wir brauchen das ja für den Krieg, wir müssen die Russen besiegen und deshalb müsst ihr jetzt die Waffenindustrie da bezahlen. Ja, und da kommt dann irgendwann der Punkt, wo praktisch alles, was die einzelnen Menschen und was der Staat hat, entweder in manifester Form oder als Verrechnungseinheit oder als Schulden, komplett bei dieser kleinen
Superelite gelandet ist. Was dann passiert, kann man vorläufig nur spekulieren, weil theoretisch müssen die ja weiterhin wachsen. Und wenn alles weg ist, ist alles weg, da kann dann nichts mehr wachsen. Aber vielleicht kommt dann eben dieser Zustand, den man dann in der noch vorhandenen Reklame vom World Economic Forum immer sieht, wo dann halt so riesige grüne Landschaften auf der ganzen Welt sind. Da grasen dann die Menschenkühe und das Menschenvieh. Und die entrückten Könige und Kaiser dieses Systems, die sitzen in ihren Schlössern und genießen den Tag, schauen ab und zu mal kurz in die Abrechnung, ob alles noch passt und alles noch da ist. Ja, das wäre eine schöne Idylle, bei der nur noch fraglich ist, ob alle, die daran beteiligt sind, es auch wollen. Da wird angesichts von Hunger und Frieren dann schon eine gehörige Reklame und Propaganda nötig sein. Aber naja, dafür haben wir ja einen Staat. Und auch diese Propaganda übrigens wird von denen bezahlt, die damit dann beschallt werden und erzogen werden. Erziehung ist dafür übrigens noch ein wichtiger Aspekt, vielleicht am Schluss, ich spreche nur kurz an, weil es ist ja eigentlich in demokratischen oder pseudodemokratischen oder auch anderen Staaten immer so, wo man Regierungen wählt oder wo zumindest so eine Art Simulation von Wahlen stattfindet, dass die Regierungen eigentlich dafür da sind, für das Wohl der Bevölkerung zu sorgen und deren Wünsche zu berücksichtigen und zu schauen, dass man das irgendwie realistisch und vernünftig hinbekommt, was die brauchen, was die wollen, was sie sich wünschen und erträumen. In diesem Staat jetzt, der dafür da ist, den Profit der Elite, der Superelite zu sichern, kann das nicht mehr gehen, weil die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung der Notwendigkeit der Konzerne und Superreichen, alles abzuschöpfen, entgegenlaufen. Das heißt, alles, was man jetzt zum Beispiel als Staat von den eingenommenen Steuern zugunsten der Bevölkerung einsetzt, das entgeht dann den Supereliten. Und deshalb muss jetzt die Regierung oder die Regierungen, die Herrschaft, sagt man besser, nicht mehr dafür sorgen, dass es der Bevölkerung gut geht, sondern sie muss die Bevölkerung erziehen, dass sie das hinnimmt, und zwar am besten lächelnd hinnimmt und glücklich hinnimmt, was nötig ist, um die Profite zu steigern und das gesamte sozusagen Sozialprodukt, das gesamte Eigentum, gesamten Besitz, die gesamte Arbeitsleistung, alles was halt erzeugt wird, in die Hände derer zu bringen, die das so wollen. Das ist nicht so ganz so leicht zu organisieren, weil man muss ja erst einmal gewählt werden, da erzählt man dann am besten irgendwas, ich werde euch dies und das verschaffen und ich werde mich um dies und das kümmern. Und wenn man dann gewählt ist, dann ist das wurscht, was man da gesagt hat. Das weiß inzwischen jeder, dass Wahlkampf ist halt Wahlkampf und man behauptet immer das Gegenteil. Und dann muss man daran gehen, die Leute zu erziehen. Da muss man sagen, du darfst dies und das nicht mehr tun, du regelst jetzt gefälligst deine Wärme in der Wohnung ein bisschen runter, weil das ist eh besser. Du wäschst dich mit dem Waschlappen, du pinkelst in die Dusche, du isst gefälligst jetzt Insekten und diese ganzen Dinge. Man kann sie nicht direkt befehlen und deswegen muss man ihnen einhämmern, dass das sinnvoll und nötig ist. Das ist der erzieherische Aspekt. Dafür braucht man dann natürlich ein ideologisches Gerüst, weil man kann nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt sparen, damit die anderen reicher werden. Dann sagen die Armen halt, ja, wieso, warum sollen die reicher werden? Aber wenn man sagt, das ist eine göttliche Ordnung und Vision und damit kommt das Himmelreich auf Erden und es so ein bisschen schwammig, aber emotional ansprechend macht, dann funktioniert das. Dann kann man selbst vernünftig denkende Menschen durch entsprechende sogenannte Bildung dann halt in genau dieses Vieh verwandeln, das man braucht, um dieses Paradies durchzusetzen, wo dann alles ganz wenigen gehört, im Idealfall einem einzigen natürlich am Ende und allen anderen nichts gehört und die nur dafür da sind, zu arbeiten, damit dieses System erhalten bleibt. Ja, ich wollte noch ein paar, ist egal, jetzt ist ja sowieso nur was mir spontan einfällt. Wie gesagt, das ist alles sehr vereinfacht und genügt sicherlich keiner ökonomischen Theorie oder so. Aber so stelle ich mir das in ungefähr vor. Und ja, und wie gesagt, wir müssen dann halt überlegen, wir als die Armen, die Ausgebeuteten, das Vieh, müssen überlegen, ob wir das wollen. Es ist sehr gut möglich, dass das gar keine Rolle spielt, ob wir das wollen, weil es werden gleichzeitig ja auch Gewaltkräfte, Kontrollen und Polizei, Militär auch so ausgebaut, dass sich dem zu entziehen oder sich dagegen zu wehren, extrem erschwert wird oder vielleicht sogar unmöglich oder zumindest unmöglich erscheint. Aber das weiß man halt nicht ganz genau. Wenn man sich darüber klar wird,
nein, ich will das eigentlich nicht. Ich möchte lieber in einer freien Welt leben. Dann kommt man vielleicht zumindest vom Denken aus diesem System raus und kann sich dann überlegen, wie könnte man es denn anders machen. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Aber selbst die winzigste Hoffnung, dass man diese grauenhafte Zukunftsvision von diesen Leuten verhindern kann, ist allemal besser als die völlige Hoffnungslosigkeit einer Welt, wo dann wir tatsächlich nur noch Vieh sind und man daran gar nichts mehr ändern kann. Denke ich. Was denkt ihr?